Heute bin ich in Heiligenbronn, in einer großen Klosteranlage. Hier in Heiligenbronn leben einmal die Ordensschwestern, aber auch viele Taubstumme, die hier betreut werden, die hier vom pädagogischen Menschen einfach begleitet werden, die vieles hier lernen, schulisch gesehen, beruflich gesehen, die einfach hier ein Stück weit Heimat gefunden haben und auch immer wieder finden. In dieser großen Klosteranlage, da finden wir auch einen Garten der Sinne. Und dieses Schild weist ganz deutlich darauf hin, schauen, riechen, tasten, schmecken, hören, fühlen. Also unsere Sinne werden angesprochen. Suchen Sie die Nähe zur Natur, finden Sie das Nicht-Gesuchte, lassen Sie sich überraschen, gewinnen Sie den Abstand zu sich, genießen Sie diese Zeit. Dieses Schild lädt ein, den Garten der Sinne zu besuchen, aber nicht nur für uns, die wir lesen können, sondern wir finden hier auch die Blindenschrift, die sich ja aus Punkten zusammensetzt, die ein Franzose 1825 ja erfunden hat und die ein wichtiger Bestandteil auch der Kommunikation für Blinde ist. Auch hier kann man schon lernen, die Sinne zu gebrauchen und vielleicht auch auf neue Dimensionen sich einzustellen. Die Sinne schärfen, mit den Sinnen gut umgehen, bedeutet auch, den November aktiv zu erleben mit aller Heiligen, aller Seelen, dem Totensonntag, all diesen Impulsen, die uns nicht nur auf die Diesseitigkeit hinführen, sondern auch auf die Jenseitigkeit hinführen, auf den Himmel, auf das, was einmal nach dem Tod kommen wird. Dass wir offen werden, dass wir uns öffnen, dass wir unsere Sinne gut gebrauchen und immer wieder schulen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Impuls so im Garten der Sinne. Kennen Sie solche Gärten der Sinne? Ihnen allen einen gesegneten Tag, Ihr katholischer Fernsehseelsorger, Pater Alfred Tönnies.